Versuch Nummer 2. Rasiert habe ich mich. Die Anleitung so aufgebaut, wie sie wirklich angegeben gewesen ist, habe ich es auch. Und schauen wir mal. Naja, zumindest es spratzelt schon mal. Da unten drin. Und die Stromaufnahme zeigt uns so knapp 100 mA an. Also bin ich schon mal verblüfft, dass bei der Lautstärke, dass das nicht mehr zieht. Alle Achtung! Und da schau her. Jetzt geht es manchmal bis auf 50 mA runter. Aber ist dann natürlich auch nicht mehr so hochfrequent, ne? Ah, jetzt ist aus. Da reicht wirklich schon ein kleiner. Da müssen wir wieder ein bisschen weiter rein. Okay, dann wieder raus, ne? Aber Gefahr. Also zuerst rein, dann wieder ein bisschen rausziehen. Nochmal. Na komm. Gerade so, dass er die Oberfläche berührt. Ah, hat nicht gereicht. Dann müssen wir es so lassen. So ungefähr. Und da pendelt er bei mir zwischen 50 mA und 100 mA hin und her. Also ist schon mal viel, viel besser als mit dem RMF-Charger dazwischen. Tja, RMF-Charger ist halt nicht überall gut. Ich habe gedacht, jetzt ist wieder aus. Dann doch ein bisschen weiter rein. So. Auch hier komme ich mit vorgeheiztem Wasser nicht so auf die 20 mA. Okay, machen wir einen neuen Test. Also, Entschuldigung schon mal in die Berge. Ich bin jetzt genau bei 60 Grad Celsius. Werde das hier oben dann noch abdecken. Was sagt die Uhrzeit? 6.54 Uhr. Gut, dann würde ich sagen, on! Na komm schon. Klingt wie ein Düsenjet. Am Eingang sind es jedenfalls 117, 118 Volt. Pendelt immer hin und her. Und ja, wie gesagt, wenn ich es stabil habe, sind es so um die 100, 150 mA. Thank you.
Jetzt nach 2-3 Minuten Betrieb konnte ich so eine Viertelumdrehung hier mit diesem Feingewinde zurückdrehen, ne, wo er vorher immer abgebrochen hat. Und ja, entweder ist das Wasser jetzt wärmer geworden, damit es höher geworden ist, oder der Punkt, für den es so langsam erreicht, jedenfalls jetzt nur noch so um die 100 mA konstant und drunter, also zwischen ja, fast 50 mA und 100. Das Geräusch ist trotzdem noch richtig schön kräftig. Ja, ich warte jetzt noch mal 2 Minuten und dann probiere ich vielleicht noch einmal einen Tick höher zu drehen, die Nadel. Das mit der Einstellerei ist wirklich sehr heikel. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Sehr viel weit drunter als das hier komme ich jetzt mit dem Versuchsaufbau hier nicht. Also, obwohl man hier wirklich Millimeter für Millimeter, Zehntel Millimeter für Zehntel Millimeter, ja, und das eine hat dann schon gereicht. Dann muss ich wieder ziemlich weit hoch und dann kann ich wieder etwas zurück. Ist bei weitem noch nicht optimal, ne? Kann man natürlich alles noch viel, viel feiner einstellen. Aber ja, mich verblüfft es trotzdem schon mal, dass die Nadel so auf 50 mA ungefähr zurückfällt. Ne? Ich meine, ich habe ja hier ein bisschen mehr Spannung als 72 Volt. Also, ja, sprachlos. So, wenn man das sich jetzt aber vielleicht auf dem Ostsee anguckt, ich meine, das Ampermeter ist ja ziemlich träge, ne? Wer weiß, wie hoch die Pulse da im Einzelnen sind. Aber das können ja dann gerne mal die Profis rausfinden. Im Endeffekt kommt es ja dann eigentlich nur darauf an, wie viel Energie aus den Batterien rausgezogen worden ist. Und da kann man ja dann schon mal einen kleinen Langzeittest anstellen, denke ich. Mal gucken, ob ich das noch mache. Aber jetzt erstmal nicht. Ein paar Minuten noch. Ah, jetzt hat er gerade mal wieder so einen Punkt, wo ich dann wahrscheinlich gleich nachregeln muss. Und ihr seht es auf dem Ampermeter. Da ist es wirklich sehr effektiv, aber halt auch ziemlich niederfrequent. Ne? So zwischen wirklich 50 und 100 mA, da können wir jetzt als Mittelwert schon 75 mA nehmen. Ich denke, ich werde dann so mit 80, 85 mA rechnen, weil da war ja dann schon mehr so im Bereich von 100 mA als von 50. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich gleich wieder etwas nachregeln, nach unten. So, rechts rum, mal schauen, ob es wieder zündet. Jetzt findest du überhaupt nochmal. Jetzt. So. Jetzt musste ich ihn wieder weiter reindrehen, also dass er weiter nach unten geht. Heißt, Flüssigkeit wird verloren gegangen sein. Und so können wir auch. Jetzt hat er Nachbrenner gezündet, wa? Kann ich gleich wieder ein bisschen zurückgehen. Denn nach dem Zünden kann man dann schon etwas zurückgehen. Ah, das war zu viel. So. Was macht denn jetzt? Kann ich das gelten lassen? Weniger, ne? Jetzt. Nee, immer noch nicht.
Was hat er denn? Die ganze Zeit lief so schön ruhig. Und jetzt auf einmal muss ich erst wieder einlaufen, wa? Ha? Jetzt rennt er wieder. Jawohl. Alles klar. Will halt auch beachtet werden. Interessante Maschine. Hält bis jetzt gut durch. Nur eine Viertelstunde muss ich ausharren. Unbeobachtet will ich das Ding echt nicht laufen lassen. Und dummerweise hat es gerade angefangen mit Schneien. Und ich bin mit dem Schuhdienst dran und um 8 öffnet der Laden, der hier unten drin ist. Wie immer. Wenn was ist, dann alles zur selben Zeit. Na, mal gucken, ob wir das gemanagt kriegen dann. Mit der Messung innerhalb von 5 Minuten und dem Schneeschuhen bis um 8. Und es ist soweit. Die letzten Minuten haben konstant durchgehalten. Ja. Und aus die Maus. Dann bin ich mal gespannt. Krokoklemme ist an der Stelle schon etwas wärmer. Huhuhu, es dampft. Es dampft ordentlich. Na komm, schnell messen. Grad in der obersten Schicht, ne, praktisch über dem Plastik, was ich vorher reingemacht habe, mir es nicht mehr rauskriege. Wenn ich weiter runter gehe, sind es ganz unten 56 Grad. Und wenn wir jetzt ein bisschen schütteln, gucken, ob das hier was bringt. Sind wir bei 68 Grad Celsius. Also ich denke mal, auf die 68 Grad können wir uns ungefähr einigen, wenn ich es wieder ganz, das ist ganz unten auf dem Grund, ne? Ist der Fühler ganz unten auf dem Grund. Ziehe ich ihn wieder ein bisschen raus, sind wir hier unter dem Plastik praktisch bei 60 Grad und wenn ich jetzt direkt auf dem Plastik messe, sind es 67, 68 Grad. Also diesmal rechnen wir schön. 68 Grad. Na dann, stellen wir mal noch eine Rechnung an. Okay, dann machen wir fairerweise noch mal eine ganz genaue Messung, ne, weil bei Messgeräte. Bei Messgeräten ist ja so, dass die am Skalenendwert genau sind. Ne? Je weiter die Nadel vorne ist, desto ungenauer sind sie. Deshalb schalten wir jetzt mal eins dazwischen, was wir zuerst mal auf 500 mA Messbereich einstellen. Und falls das dann klappt, gehen wir mal auf 100 mA Messbereich runter. Zum Vergleich nochmal. So ist es original. Das ist der Originalwert hier drauf, also zwischen 90 und 100 mA. Ich habe halt mal mit 80 gerechnet, weil vorhin habt ihr es ja gesehen, also wirklich mal ab und zu auf 50 runter. Mhm.
500 mA Messbereich, wie gesagt. Na, mal gucken, ob er das im 100 mA Messbereich hinbekommt, aber ich glaube es fast nicht. Weil da hat er ja jetzt schon über 200 mA hier drauf angezeigt, ne? Ne. Da lässt er sich gerne mal einschalten. Hier auch nicht. Muss ich doch noch ein bisschen weiter runter gehen. Aber nur ein bisschen. So. Das war schon fast zu viel. Das war schon fast zu viel. Wieder etwas zurück. Noch etwas zurück. Da geht's nochmal. Lasse wieder etwas vor. Ja. Also hier drauf sind es nach wie vor leider doch über 200 mA mit dem genaueren Messwert. Dann nochmal einen Messbereich höher. Ja, also beim 100 mA Messbereich, ihr seht, geht die Nadel drüber. Tja, also auch im Endeffekt mit ohne RMF und Gespratzel, ja, aber das Wasser wird warm. Ja, also das muss ich dann schon mal dazu sagen. Und na gut, dann machen wir es auch mal genau mit 72 Volt, genau wie es im Video gewesen ist. Und jetzt habe ich meine Minusklemme so gesetzt, dass wir effektiv 74,0 Volt haben. Das müsste reichen. Mal gucken, ob es schon geht. Ah, da tut sich noch nichts. Ah, jetzt, ja. Jetzt sind wir bei 74 Volt. Jetzt ist das Geräusch viel angenehmer geworden. Und auch die Ampere-Anzeige ist viel angenehmer geworden. Naja, zwar immer noch über 200 mA laut dem hier, aber ich denke, hier können wir den Messbereich eventuell schon mal getrost eins weiter runterstellen. Na gut, trotzdem noch Skalenendwert, auf alle Fälle über 100 mA. Ha, mal gucken, wie es mit weniger Volt aussieht. Mal ungefähr so, das ist eine kaputte Batterie, 8 Volt weniger. Ah, haha, der 100 mA Messbereich funktioniert. 80 mA. Jetzt haben wir wirklich 80 mA. Und ja, nur noch ganz leicht spratzelt, aber wir wollen ja die Natur abgucken, ne? Und die hat es wahrscheinlich sowieso nicht ganz so laut und heftig. Mal gucken, wie weit wir da an der Voltzahl noch runtergehen können. Jetzt wird es interessant. Es sind jetzt noch 55,9 Volt. Nun bin ich nochmal 12 Volt weiter unten. Jetzt ist das Lämpchen ziemlich dunkel. Es spratzelt nur noch ein ganz kleines bisschen. Und die Stromaufnahme ist mit dem Messgerät hier im 100 mA Messbereich so bei 80. Aber trotzdem, ich komme auf die 20 mA einfach nicht hin. Wenn ich jetzt auf 25 mA Messbereich umschalten würde, voll hinten, volle Kanne, volle Kanne. Ja, naja. Besser kann ich es nur jetzt wirklich nicht nachstellen. Irgendwie stehe ich jetzt mitten in den Stühlen.
zumindest, ja, zumindest doch, das muss ich schon mal, das muss ich schon noch mal loswerden. Also Andi und Peter, Entschuldigung, dass ich in einem Comment behauptet habe, dass ihr bescheuerte Leute abziehen wollen würdet, so im gröbsten Sinne. Das muss jetzt schon noch sein. Bei dem anderen Zeugs, die Messgeräte, also ich habe jetzt den analogen konnte ich eigentlich immer ganz gut vertrauen. Und ja, wäre schön, wenn da mal noch irgendwie Feedback kommen würde, weil interessant ist es wirklich, auf alle Fälle, schon allein vom ganzen Show-Effekt her. Also sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Das Wasser wird ja wirklich wärmer und auch ich habe hier nicht allzu viel Isolierung rundherum, nur hier oben rum. Und das hier unten sollte ja eigentlich mein anderes Wasser warm machen. Das ist jetzt, wir können ja nochmal schauen, hier unten auf der Außenseite über 30 Grad, 32 Grad. Also hier ist auch noch ein Haufen Wärme verloren gegangen, der Boden ist ziemlich kalt. Ne? Ja, können wir alles in die Rechnung mit einberechnen. Von daher, interessantes Ding auf alle Fälle. Ich bin erstmal geplättet und bin gespannt, was da noch folgt. Ach ja, und ganz zum Schluss nochmal danke an dich, Stefan, der mich da so ganz ausdauernd mit seinen Erfahrungen diesbezüglich nochmal dazu bewogen hat, das Experiment nochmal 1:1 aufzubauen. Ja. So findet dann alles seinen richtigen Weg. So, die Berechnung bin ich am Ende natürlich noch schuldig bei dem, was ich jetzt mit dem 117 Volt Versuch rausbekommen habe und ich ganz großzügig mit 80 mA gerechnet habe, obwohl wir am Ende gesehen haben, dass es so um die 200 gewesen sind. Da wäre ich auf einen Input von 33.996 Joule gekommen. Die Temperatur der Flüssigkeit 200 Milliliter, 60 Grad Celsius am Anfang. Am Ende großzügig obendrauf, ne, der erste Wert, den ihr gesehen habt, habe ich mal 72 Grad angenommen, obwohl es viel niedriger gewesen ist. Auch ganz, ganz großzügig sind 12 Grad Celsius Unterschied. Naja, was heißt großzügig? Ne? Also unten war das Ding ja wirklich nicht isoliert und der hat ja mein ganzes Blei auch noch warm gemacht und die ganze Wärme da abgegeben. Ne? Also das könnte man dann vielleicht schon mal 10 rechnen, eventuell dann hier. Kommen vielleicht dann am Ende beim Output, wenn man die ganzen Verluste von der Wärme noch mit dazu nimmt, vielleicht keine 10.000 Joule raus, wie ich es jetzt hier habe, sondern vielleicht wirklich 100.000 Joule. Also es verblüfft mich schon mal, dass das ungefähr hier ein Drittel ist bei der primitiven Anordnung, die ich da gewählt habe. Es ist auf alle Fälle interessant genug, um das mal weiter zu verfolgen. Vor allen Dingen, ihr habt ja gesehen, dass es dann auch weit unterhalb von 117 Volt funktioniert. Sogar bei 55 Volt entsteht das Plasma noch. Und da soll es ja dann angeblich richtig, richtig effektiv sein. Euch möchte ich aber auch noch ein bisschen was lassen. Was heißt, euch möchte ich auch noch ein bisschen was lassen? Also, das ist das, was ich jetzt erstmal präsentieren kann. Und bin gespannt, was ihr dazu so herausfindet. In dem Sinne, bis später. Das ist glücklicherweise wieder so typisch. Drei Anläufe. Alle guten Dinge. Der 25 mA Messbereich. Und da zeigt es mir an, dass es... Ach du meine Güte. Wie viel ist denn das? 10 mA? 10 mA braucht? Also gut, es ist jetzt nicht sonst was los hier drin, ne? Seht ihr da überhaupt irgendwie was? Also, tja, so großartig leuchten tut natürlich nichts mehr, ne? Aber ein ganz leichtes Geblitzel, da habt ihr's. Da habt ihr's mal kurz gesehen. Ja, da ist es. Ja. Also es blitzt trotzdem noch da drin, vor sich hin. Plasma ist trotzdem da. Alle Achtung, ich bin jetzt am Eingang bei ungefähr 55 Volt. Und da kommen wir wirklich in den Messbereich, der auf dem Peter seinem Messgerät stand. Ich bin überglücklich und ja, schäme mich gleichzeitig ein bisschen.
ohne das Lachen, es schäme mich wirklich. Weil sowas macht man nicht. Ja, das, was du urteilt hast, wirst du eines Tages werden, ne? Wie war der Spruch? So ähnlich. Na, mal gucken, wann ich die nächste Chance dafür bekomme, um es besser zu machen. Ich bin jedenfalls erstmal froh und glücklich, dass man den Anleitungen von Wasser statt Sprit durchaus vertrauen kann. Also, nochmal nichts für ungut, ja? Bis später!